célèbre régate des 24 heures qu'on a organisée depuis 1982. On a un grand plaisir à vous accueillir. Ich mach's kurz auf Deutsch. Willkommen in unserem Verein CNFT. Schön, dass ihr gekommen seid zu der 24 Stunden. Diese Regatta existiert seit 1982 und ich freue mich sehr, dieses Jahr einen absoluten Teilnehmerrekord. Dank euch alle hier umherum. Da haben wir 13 Boote am Start. Mein Mikrofon an Thomas, der heute der Wettfahrtleiter ist, übergeben, nachdem er kurz und bündig uns erklärt hat, wo wir langfahren können, falls wir es können. Weil ansonsten bleiben wir auf der Startlinie, ist auch nicht schlimm. Dann erkläre ich danach im Anschluss, wie das funktioniert mit dem Trinken, das habt ihr schon gefunden, ich sehe, aber mit dem Essen und... Also, herzlich willkommen beim CNFT. Wie gesagt, die 24 Stunden Regatta startet heute 14 Uhr und dauert 24 Stunden. Zweck der Sache ist, in 24 Stunden so viel Runden wie möglich im Teglersee zu schaffen. Diese Runden starten hier. Die Startlinie, wo wir losgehen, wird hier von dem Steg vom CNFT und der gelbe Leiter, die gegenüber stattfinden. Dann fahren wir hinter dem Hasselwerder, das ist ein Hasselwerder Backbord, bis zum Franzosentunnel vor dem Heißwerder. Und dann kommen wir zurück mit dem Hasselwerder wieder Backbord und runden hier die orange Tonne, die wir gleich ins Wasser bringen. Also für den Start machen wir einen ganz klassischen 5 Minuten Start. Also 5 Minuten vor der Start, also das heißt 13.55 Uhr. Wenn wir den Zahlwimpel hoch. Also 5 Minuten vor Start, East Flagge. 4 Minuten, 1 Minute. 3, 2, 1, bei einer Minute wieder runter. Und bei Start beide Flaggen runter. Und ich möchte die Flaggen hier nicht setzen, einzeln rückrufen. Hoffentlich das nicht auch. Da haben wir diese Wasserkanne. Genau. Viel besser. Okay, eine Wasserkanone. Und zwei. Das sollte vielleicht eine Belohnung sein, soll eine Strafe sein. Also im Fall. Und morgen 14 Uhr hört die Regatta auf. Nicht vorher, aber wenn kein Wind ist und man denkt, man schafft die volle Runde nicht. Jeder, der seine Segel fällt vor 14 Uhr, ist ausgeschlossen. Wir müssen bis zu Ende kämpfen. Also es bleibt eine Segelregatta, keine Paddel, kein Schwimmer. Ab 14 Uhr endet die Zeitnahme und dann zählen die Zahl der vollendeten Runden. In dem Fall, dass zwei Boote die gleiche Zahl von Runden haben, zählt dann die früheste Zeit an der letzten Runde. Also die 24-Stunden-Regatta ist auch eine Teamregatta. Es wird gefragt, dass mindestens alle 4 Stunden die Mannschaft auf dem Boot wechseln. Das passiert am Steg von CNFT hier vorne. Die Boote dürfen nicht anlegen. Also festnehmen kann man kurz. Schieben auch nicht. Das macht doch gerade Spaß. Da fällt auch mal einer ins Wasser. Aber alles. Muss jederzeit so viel Schwimmweste an Bord sein wie Segler. Das ist besonders wichtig für die Jugendboote. Wir haben dieses Jahr 3 Boote von Jugendabteilung. Die können besser schwimmen als die anderen Boote. Also. Aber in der Nacht, Toplicht ist Vorschrift. Wird geprüft, kontrolliert. Ich hoffe, ihr habt schon... die Funktionsfähigkeit soweit geklärt. Viel Erfolg und ich danke wirklich euch alle, die Engländer, die Amerikaner, die aus dem Wannsee gekommen sind, ja, mit eigenen Booten. Und ich bin unglaublich glücklich, muss ich wirklich sagen. Diese Regatta hat man für tot erklärt vor ein paar Jahren. Wir sind 13 Boote am Start, 3 Jugendboote. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Danke an euch. Ja, viel Spaß.
24 Stunden, zumindest das Büro von euch. Ja, schön, dass ihr das durchgestanden habt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu angestrengt von dieser sehr körperlich schwierige Regatta, ja, weil mit dem Wind und allem und mit der Sonne. Welcher Wind? Ja, ich denke, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung, abgesehen davon, dass wir viel Zeit hatten, miteinander zu reden am Bord. Aber ansonsten, abgesehen vom Wind, war das netter schön. Ja. Und ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Thomas wird euch die Platzierung jetzt gleich bekannt geben. Es gab vieles auf und ab und es war doch spannend, trotz so wenig Wind, ja, muss man sagen. Das finde ich sehr schön. Dann übergebe ich an Thomas und dann rede ich nachher im Anschluss nur ganz kurz, so anderthalb Stunden oder sowas. Nein, so, ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe über keinen Protest gehört, die ich sowieso nicht angenommen hätte. Richtig! Da ist alles glatt gelaufen, vielleicht zu glatt, können wir sehen. Wir hatten 12 Boote am Start. Dabei waren 3 Boote von jungen Abteilungen. Einmal vom TSC, einmal von Ritten auf dem Wannsee und einmal von dem CNFT. Insgesamt wurden zwischen 6 und 8 Runden gesegelt. Also gestern Abend ging es zügig. Also ich kann sagen, die schnellste Runde hat der Trulala geschafft. Oh, bravo. Trulala, toll! Ich komme also jetzt zur Platzierung. Platz 12 mit 6 Runden gesegelt. Die Frauen vom CNFT. Das ist nicht nur vom CDC. Nee. Sollen wir noch vorfahren, ja, alle? Ja. Abteilung von DBYC. So, jetzt den 10. Platz geht auch zu einem Jugendboot von der jungen Abteilung von CNFT. Hey. 9. Platz, ja, genau. Ist das Obelix? Am 8. Platz, immer mit 7 Runden, ist der Rosi. Hallo, Rosi! Rosi! Im 7. Platz war der Lake Ontario USA 1. Beim 6. Platz war das Team von Club Nixo auf dem Swan. So, wir kommen jetzt zum 5. Platz. Das war der Piaf vom CNFT mit 7 Runden. Am 4. Platz ist das Vorstandsboot vom CNFT. Also am 3. Platz, also so Überraschung, weil sie waren am Anfang gut, während der Regatta in der Nacht haben sie ein paar Plätze verloren und für die letzte Runde haben sie sich gut geschlagen, das Boot von der Jugendabteilung vom TSC. Hey, bravo. Also am 2. Platz kommt ein Boot, der gestern gleich bei dem Start alle Verstehen gelassen hat. Das ist ein Boot, was letztes Jahr schon zweite war und jedes Jahr so ein sehr reiches Team bringt. Für die Erwacht 18 dieses Jahr.
Dann ich rufe jetzt das Team vom Idefix. Im Namen des Deutsch-Britischen Yachtclubs und ich denke im Namen vieler Gäste, die hier heute bei euch waren, wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft, für die Einladung. Der weite Weg vom Wannsee war keinesfalls zu weit. Wir waren nicht die Besten, wir waren aber sicherlich teilweise die Lustigsten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bar, wir bedanken uns ganz herzlich bei der Wettfahrtleitung, wir bedanken uns beim gesamten CNFT mit einem kräftigen, dreifachen Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Ich muss noch etwas dazu sagen. Ich danke euch sehr, dass ihr teilnehmt jedes Jahr wieder, trotz manchmal widriger Bedingungen wie heute. Diese Regatta lebt davon, dass ihr kommt und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch mehr Boote sehen als dieses Jahr. Recht herzlich bedanken für die großartige Gastfreundschaft, die ihr uns wieder habt zuteil werden lassen. Auf unseren geliebten Segelsport, ein dreifaches Gott Wind! Ahoi! Gott Wind! Ahoi! Gott Wind! Ahoi!